So, herzlich willkommen Leute, heute zum nächsten Burger und zwar ist das diesmal vom Penny für 1,99 der Vegan Big Barbecue. Wir hatten den Big Classic schon, 10 von 10, wisst ihr ja, mein Lieblingsburger, veganer Fertigburger. Und dann gibt es noch eine zweite Version und zwar den Big Barbecue. Und diesen hier finde ich nicht so toll wie den Big Classic. Der hier kriegt von mir 8 von 10 geschmacklich. Das schmeckt einfach nicht so gut wie der andere. Ich weiß nicht, woran das liegt. Eigentlich denkt man, ja, der Barbecue wird schon besser schmecken als der Classic, also als der Nicht-Barbecue. Aber irgendwie ist der wirklich nicht so krass wie der andere. Aber der andere ist wirklich schon, ja, schon fast zu gut. Erinnert halt übelst, die erinnern übelst an McDonald's. Vielleicht finde ich sie deswegen so gut. Aber ja, stelle ich hier euch den hier mal vor. Trotzdem ist er gut, auf jeden Fall. Kann ich absolut empfehlen. Also die Marke ist Food for Future bei Penny. Also Penny Eigenmarke. Burger Vegan Big Barbecue für die Mikrowelle. Hier soll man wieder natürlich den Salat und Zwiebeln und sowas selbst drauf tun. Weil das verdirbt ja schnell. Deswegen ist hier natürlich kein Salat dabei, sondern wieder das Brot, Patty und Käse und Soße. Wir gucken uns das gleich nochmal ganz genau an. So, dann das Veganzeichen natürlich. Dann gucken wir uns das mal von allen Seiten an. Und so sieht das aus. Und von hinten natürlich auch ganz wichtig, dass wir auch das hier alles im Blick haben. So. Was haben wir denn hier? Veganer Burger Patty auf Basis von Pflanzenprotein, geformt, gegart im Weizenbrötchen mit Maisgrieß bestreut, Bestreuung, Lebensmittelzubereitung aus Pflanzenfett und mit Barbecue-Zwiebel-Würzsoße. Die Zutaten könnt ihr hier lesen. Viele Zutaten, weil ist klar, schon der Käse alleine hat ein paar Zutaten, die Soße hat 5, 6, 7 Zutaten und so weiter. Ist klar, dass das dann so aussieht, aber natürlich gesund ist er nicht, das ist ganz klar. Ist ja ein Fertigprodukt, ein Ersatzprodukt. Kann Spuren von Senf, Sesam, Milch, Ei und Sellerie enthalten. Und hier sehen wir dann die Nährwerte. Fett 12,6, also hat viel Fett, viele Kohlenhydrate, auch viel Eiweiß und viel Salz, also der hat von allem viel. Eigenmarke von Penny, 225 Gramm. Zubereitung der Mikrowelle am besten, kann ich auch absolut empfehlen. Ich habe es zwar nie im Ofen gemacht, aber ich habe den Classic damals in der Mikrowelle gemacht und der war so unfassbar lecker. So, unter Schutzatmosphäre verpackt und im Kühlschrank aufbewahren. Dann Kontakte hier noch natürlich. Und ja, packen wir das gute Ding mal aus. Hier wieder mit dieser Öffnung, die nicht so richtig aufgeht, die immer abreißt beim Öffnen. So. Und dann gucken wir mal, so hinten durchknicken, damit es aufgeht. So schön, zack. Nicht durchgeknickt. So, jetzt durchgeknickt. So sieht er aus. So, nehmen wir das weg. So sieht der Burger aus. So, habe ich hier natürlich meine Schere bereit. Wir machen hier die richtige Analyse. Hier werden keine halben Sachen gemacht, wisst ihr ja. So, holen wir den mal raus. Hoch. Ich rieche den mal kurz. Ah, der riecht also sehr gut. Also sehr, sehr geil. Richtig nach McDonald's und Barbecue riecht der. So, und das auch mal weg. So, sieht schon mal sehr gut aus. So. Okay, und dann öffnen wir den mal. Also, wir haben Käse, Soße, Patty, Soße, Käse und das Brötchen. So, eigentlich ganz genau wie beim Classic, nur halt andere Soße. So, und dann mache ich den immer so auf halt und tue hier den Salat rein. Auch Gürkchen kann man und Zwiebeln und sowas reintun. Und dann kann man den essen. Also der Produkt,
Der Geschmackstest habe ich euch ja schon gesagt, 8 von 10 kaufe ich jetzt nicht zum ersten Mal, sondern zum zweiten Mal. Und halt für den Test extra nochmal gekauft. Und ja, Käse schmeckt super geil, die Soße ist auch gut, Patty ist auch lecker und das Brot ist auch ziemlich gut. Der wird halt so ganz weich, wenn man den aus der Mikrowelle holt, Käse schmilzt. Und ja, ich kann auf jeden Fall empfehlen, die Temperaturen in der Mikrowelle nicht zu hoch zu stellen, lieber zu wenig als zu viel, weil sonst wird er zu matschig. Und ja, das war mein Test dieses Burgers. Kann ich euch auf jeden Fall empfehlen. Wer ihn ausprobieren will, probiert den aus. 1,99 Penny. Und ich hoffe, es hat euch gefallen und ich lasse ihn mir jetzt schmecken. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.